Lord Pappnase. Hallöchen Leute und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2 Classic. Wir haben das letzte Mal die Schürfstelle von Silvestro komplett erkundet und uns das ganze Loot dort geholt, was sich ordentlich gelohnt hat. Und jetzt will ich meinen Weg zurück zu Fayette bahnen, weil wir haben ja auch in der letzten Folge den Rudelführer erledigt. Und dem können wir jetzt davon berichten. Ich möchte aber auf dem Weg zurück noch ein paar Snapper umhauen. Vielleicht für ein Level Up. Außerdem haben wir ein deutlich besseres Schwert gefunden, was natürlich ein bisschen weh tut. Weil es natürlich mal wieder kein Zweihänder ist. Aber was willst du machen? Aber es passt schon. So richtig Zweihandkampf ziemt sich halt auch erst, wenn wir Ritter sind. Das stimmt schon. Also, so als Milizsoldat mit Zweihänder rumrennen, das sieht halt auch nicht gut aus. Das muss man mal so sagen. So, komm. Put. Okay, ich möchte gerade ein, zwei mehr Crits haben, bitte. Aber wir sind gut mit der Zeit. Es wird nämlich gerade dunkel und ich habe fast alles erledigt. Das heißt, wir können uns vor kompletter Dunkelheit zurück in die Burg teleportieren. Im Normalfall. Ich mach trotzdem schon mal die Fackel an. Sieht jetzt erfahrungstechnisch aus. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Du hast den Rudelführer also getötet. Und hast du der Bestie die Krallen abgezogen? Ja. Sind bestimmt eine Menge wert. Es gibt Typen, die sammeln sowas. Wenn du den richtigen Käufer findest, bekommst du einen Haufen Gold dafür. Dieser dezente Hinweis. Mag ich. Großer Fan. So, Fayette, ich quatsch gleich mit dir. Ich brauche ja nicht viel Feuerregen. 60 Mana, ey, wer hat so viel? Genau. Fayette, bevor ich mit dir rede, ich lösche mal noch die Lurker über euch aus. Weil die Erfahrung möchte ich mir eigentlich auch holen. Mal wieder zwischenspeichern. Und dann drauf auf die Luzi. Nice. Okay, das sollten eigentlich alle gewesen sein. Ich guck nochmal, ein bisschen genauer umgucken hier. Nee, das passt. Dann quatschen wir mit Fayette. Und dann haben wir noch ein, zwei Quests, die ich in der Burg machen will, die wir bisher übersprungen hatten. Und dann sind wir auch schon fertig. Falls ich nichts vergessen habe. Hey, du. Hey, du. Ich habe den Rudelführer erlegt. Gut. Ohne Anführer sind sie nur halb so gefährlich. Ich denke, jetzt werden sie uns nicht mehr angreifen. Sag mir, wie viel Erz ihr bisher gefördert habt. Richte Garond aus, dass wir bisher nur 2 Kisten Erz fördern konnten. Durch die ständigen Angriffe habe ich bereits zu viele Verluste hinnehmen müssen. Wenn mir Garond mehr Männer schicken kann, dann können wir auch mehr Erz fördern. Verstehe. Ich sag ihm Bescheid. Gut. Dann liegt jetzt alles Weitere bei dir. Wir werden hier die Stellung halten, solange wir können. Okay. Dann versprechen wir mal noch Bilgot. Hey. Versprechen einlösen. Genau. Es ist Zeit, Bilgot. Pack deine Sachen, wir ziehen ab. Bin schon fertig. Und jetzt hoffe ich, dass das wie in die Nacht des Raben funktioniert. Weil wenn man sich portet, wird er auch irgendwann geportet. Das scheint mir so ein bisschen random zu sein, aber ich hoffe einfach, dass er dann irgendwann am Pass steht. Das ist so mein Plan. Mal gucken, ob er funktioniert. Gut. Gerade wieder sehr dunkel. Ich werde mich mal hinlegen. Und dann, wie gesagt, noch so ein, zwei Quests erledigen. Weil das Questlog ist schon wieder relativ voll, ne? Holy moly. Ich sage nicht, das hast du nicht gewusst. So. Wo fangen wir denn an? Wir geben zuerst mal... Ich weiß gar nicht, ja, gute Frage.
Wir geben zuerst mal den Brief in Richtung Gorn. Mal gucken, ob wir den so reinschmuggeln können. Weiß ich gar nicht mehr, ob das jetzt einfach so geht. Der arme Kerl kann einem leid tun. Ich habe hier eine Notiz für einen Gefangenen. Kannst du sie weitergeben? Prinzipiell spricht nichts dagegen. Für wen ist denn diese Notiz? Für Gorn. Ein sehr wichtiger Gefangener. Ich glaube, Garond wäre nicht damit einverstanden. Aber wenn dir das wichtig ist, werden wir uns bestimmt einigen. Was willst du? Das denn schon? Unsere Nahrungsrationen werden ständig gekürzt. Ich will mal wieder was Anständiges essen. Besorg mir eine leckere Wurst und einen frischen Laib Brot. Und süßen Honig. Dazu eine Flasche Wein. Ja, das sollte reichen. Das wirst du ja wohl hinkriegen. Also komm wieder, wenn du das Zeug hast. Ich habe ja was für dich. Das Essen, das du haben wolltest. Gut, gib her das Zeug. Hast du die Nachricht? Ja, hier. Denk daran. Sie ist für Gorn. Komm morgen wieder. Dann hat er die Nachricht bekommen. Ich glaube nicht, dass ich daran was erinnere. Nett. Das war einfach. Ist doch nichts Neues. So, dann haben wir hier noch was. Die Probleme habe ich kommen sehen. Wie steht's? Melde dich zur Armee und du kannst ein gutes Leben führen. Und was ist? Es ist unter Androhung der Todesstrafe verboten worden, sich in der Nähe der Nahrungsvorräte aufzuhalten. Garond hat scheinbar Angst, dass wir die Vorräte plündern und uns aus dem Staub machen. Wenn uns die verdammten Drachen nicht kalt machen, verhungern wir hier. Ja, das mit den Nahrungsvorräten hat er wohl aus einem guten Grund gemacht. Wegen Gorn. Hey. Oder ist noch Brutus? Was ist deine Aufgabe hier? Meine Aufgabe? Ich trainiere die Jungs. Ich zeige ihnen, wie sie ihre Muskeln stellen können. Außerdem kümmere ich mich um die Gefangenen. Ich bin wie ein verdammter Vater für die Mistkerle. Mhm. Aber meine eigentliche Kunst ist es, sie zum Reden zu bringen. Und glaub mir, bei mir redet jeder. Klingt ja richtig nett. Aber die verlausten Holzköpfe, die momentan einsitzen, haben eh nichts zu sagen. Und an diesen Gorn lassen sie mich nicht ran. Tja, da würde ich mir mal Gedanken machen, warum das so ist, Brutus. Vielleicht, weil du Caesar verraten... Ja, okay. Ich weiß leider gar nicht mehr, was ich glauben soll. Das sind doch alles nur Gerüchte. Gab's hier nicht noch weitere Quests? Gerade am Überlegen. Das ist ein bisschen her, dass ich hier... Ich glaube, der Schmied oder der Gehilfe hatte noch eine Quest, meine ich. Hey, was willst du? Kannst du mir eine Waffe schmieden? Dafür habe ich keine Zeit. Tandor gibt die Waffen aus. Ich stelle sie nur her und Parlav schleift sie. Wie läuft die Arbeit? Ich schmiede die Waffen für die Ritter der Burg. Seit wir hier sind, bin ich vollauf damit beschäftigt, neue Waffen herzustellen. Und die werden wir brauchen. Diesen verdammten Orks werden wir noch zeigen, wie scharf unsere Klingen sind. Hey, Parlav, mach die Klingen ordentlich scharf. So ein Ork ist verdammt zäh. Sehr schön. Nee, der war's nicht, aber hey. Dann hattest du vielleicht noch eine Quest. Hey, wie geht's? Was glaubst du, wie es mir geht? Ich stehe den ganzen Tag am Schleifstein und bearbeite Klingen. Und gestern hat Engor wieder unsere Rationen gekürzt. Wenn das so weitergeht, verhungern wir noch alle. Oder wir werden von den Orks umgebracht. Keine angenehmen Aussichten. Wer ist Engor? Engor verwaltet die Vorräte und teilt die Rationen ein. Und das wird wöchentlich weniger. Er lässt zwar mit sich handeln, aber nur gegen bare Münze. Und das kannst du dir nicht leisten? Für den geringen Sold, den wir kassieren, kriege ich höchstens ein paar Rüben. Wo finde ich diesen Engor? Im Haus der Ritter. Geh einfach durch den offenen Eingang neben der Schmiede. Okay, das kriegen wir doch hin. Das kriegen wir hin. Engor, gib mal Fleisch, gib mal Remeration hier. Ich habe gehört, du teilst die Rationen ein. Das ist richtig. Wieso? Soll ich dich jetzt auch noch durchfüttern? Wenn du irgendwas haben willst, dann zahlst du dafür. Genau wie alle anderen auch. Vielleicht kann ich dir bei deiner Arbeit helfen. Ja, warum nicht? Hilfe könnte ich wohl gebrauchen. Also, was ist zu tun? Unsere Nahrungsvorräte sind knapp. Vor allem unsere Fleischvorräte gehen zu. Unsere Nahrungsvorräte sind knapp, Sire. Wenn du also Fleisch besorgen kannst, roh oder gebraten, Schinken oder Würste, dann wäre uns geholfen. Wie sieht's aus? Hilfst du uns? Das passt so doppelt gut, weil das der gleiche Sprecher wie in Stronghold ist. Kein Problem. Ich besorg euch Fleisch. Mit 2 Dutzend Fleisch könnte ich schon einige hungrige Mäuler stopfen. Komm wieder, wenn du das Fleisch hast. Ich muss nun weiterarbeiten.
Okay. Ich habe hier was für dich. Gut, du hast genug Fleisch gebracht. Das wird für eine Weile reichen. Glaub aber ja nicht, dass du von mir jetzt irgendwas umsonst kriegst. Ja, ja, ja. Boah, immer diese Freundlichkeit hier. Nächstes Mal gehe ich wieder zu den Söldnern. Die hauen einem zwar aufs Maul, aber die meinen es auch so. Ich bin ganz deiner Meinung. Hey, du. Okay. Ja. Okay, den Ring noch abgeben, Gorn befreien. Und dann haben wir's. Hey, du. Ich bringe dir Tengrons Ring. Er soll dich schützen. Aber Tengron wird ihn sich holen, wenn er zurück ist. Was? Weißt du, was das für ein Ring ist? Diesen Ring hat er als Auszeichnung für seinen Mut im Kampf bekommen. Du sagst, er will ihn sich wieder zurückholen? So Innos will, wird er das. So Innos will. Gut. Ist das jetzt unter erfüllte Mission? Ja. Genau. Befreiung von Gorn. Ich schlafe mal eine Nacht, um die Nachricht mir zu holen, weil ich glaube, die Quest habe ich auch noch nie voll und ganz gemacht. Ich habe ja 1000 Gold, ja. 1008. Dann bin ich wieder gleich ganz arm. Oh. Aber ich habe ja Gott sei Dank ein paar Sachen zum Verkaufen. Von daher passt das. Kriegen wir schon hin. Ich hab mir das schon gedacht. Genau das habe ich auch. Mal gucken, was die Nachricht jetzt ist. Ich meine, wir haben das Gold schon gefunden, wir wissen es ja, aber ich will sie hören. Hat Gorn die Nachricht bekommen? Ja, ich soll dir was von ihm ausrichten. Ich glaube nicht, dass ich daran was. Es liegt am Südtor. Hat er noch was gesagt? Nein. Keine Ahnung, was das bedeuten soll. Weißt du, was es bedeutet? Vielleicht. Aber du solltest nicht weiter darüber nachdenken. Ist wahrscheinlich besser. Ich weiß nicht. Das ist wahnsinnig unspezifisch. Holy moly. Meine Meinung. Oh Gott. Okay. Na, von mir aus. So, dann haben wir einiges zu erledigen. Ich habe mit Fayette gesprochen. Was hat er mir mitzuteilen? Seine Leute haben zwei Kisten mit Erz gefördert. So, das sind zwei Kisten. Gerüchte. Ich brauche aber keine zwei Kisten. Ich brauche 200 Kisten. Er lässt dir ausrichten, dass er mehr Männer braucht. Ja, was? Ich soll noch mehr Männer in den sicheren Tod schicken? Das kann er vergessen. Mich brauchst du. Wegen Silvestres Schürfstelle. Warst du bei ihm? Hast du ihn gesprochen? Dort sind alle tot. Sie wurden wohl von Minecrawlern überrascht. Was ist mit dem Erz? Weißt du, wie viel sie geschürft haben? Ein paar Kisten haben sie vorher in Sicherheit gebracht. Sie stehen in einer Höhle auf dem Weg von der Burg zur Schürfstelle. Verdammt! Das waren viele gute Männer. Möge Innos sich ihrer Seelen annehmen. Ich habe Markos getroffen. Und? Was hat er zu berichten? Wie viel Erz stellt er uns zur Verfügung? Vier Kisten. Er hat die Schürfstelle verlassen, um das Erz in Sicherheit zu bringen. Jetzt bewacht er die Kisten in einem kleinen Tal hinter den Reihen der Orks. Allerdings verlangt er nach Unterstützung. Was? Nur vier Kisten? Und er hat seine Schürfstelle verlassen? Verdammt, das ist nicht gut. Und jetzt verlangt er auch noch mehr Männer? Na schön, ich werde ihm zwei Leute schicken. Verdammt, was ist da draußen eigentlich los? Ist Belia selbst gekommen, um uns zu vernichten? Meine Männer sind fast alle tot. Und mit dem bisschen Erz können wir nicht mal einen Ork aufhalten. Geschweige denn eine Armee. Diese Expedition ist zum Scheitern verurteilt. Ja, es wird auch helfen, wenn du da nicht einfach nur auf dem Thron rumst. Ja, ich geh zu weit. Ich bin Miliz, du Paladin, du hast Ahnung. Was ist mit dem Schreiben für Lord Hagen? Wir haben insgesamt 10 Kisten Erz. Und mehr als doppelt so viele Verluste an guten Männern. Du wirst dein Schreiben bekommen. Lord Hagen muss davon erfahren. Dieses Tal ist verflucht. Das Böse ist hier. Das Böse? Ich will Gorn freikaufen. Einverstanden. Du kannst zu Gerold gehen und ihm sagen, dass Gorn auf meinen Befehl freigelassen wird. Sehr schön. Das war überraschend einfach. So, Gorn.
Dann holen wir dich mal raus aus dem Knast hier. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Meine Meinung kennst du ja schon. Lass Gorn frei. Ich komme auf Befehl vom Kommandanten Garon. Ich bin schon informiert worden. Hier ist der Schlüssel. Du kannst reingehen. Perfekt. Das läuft alles wie geschmiert heute. So, Gorns ist, glaube ich, ganz da hinten. Jawollo. Blup. Die Faulenzerei hat ein Ende. Du bist frei. Wurde auch langsam Zeit, dass hat er hier immer die schwere Rüstung? Mit dir hätte ich allerdings nicht gerechnet. Ist verdammt gut, dich zu sehen. Garon sagt, du würdest zu viel essen und er kann dich nicht mehr durchfüttern. Jetzt, wo du es erwähnst? Ich könnte wohl ein paar Bier vertragen. Lass uns hier verschwinden. Ich habe die Zelle lange genug gesehen. Okay, wir sehen uns bei Milton. Alles klar. Perfekt. Gut, Bilgots Flucht. Das müssen wir gleich testen, ob das funktioniert. Und dann ist doch der Questlog schon wieder ein bisschen aufgeräumter hier. Möglich ist keine Anleitung. Und dann bleibt einfach meine Hoffnung, dass Bilgot jetzt gleich am Pass erscheint. Sonst muss ich weinen. Die Probleme habe ich kommen sehen. Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. So, Milton steht schon da rum. Sehr gut. Hey. Hey, du. Ich habe Gorn befreit. Gut. Dann sollten wir jetzt überlegen, wie es weitergeht. Sehr schön. Genau. Dann teleportiere ich mich mal zum Pass zurück und hoffe einfach, dass Bilgot jetzt da rumluggert. Wenn es klappt, bin ich sehr froh. Wieder Mobs im Haferstroh. Ah, ich sehe ihn. Gefunden. Tada. Einfachste Escort-Mission ever. So, da sind wir. Jetzt mach, dass du wegkommst. Die Gegend ist heiß. Ich danke dir. Lass dich nicht fressen. Wäre schade drum. Leb wohl. Wobei ich mich frage, wovon das abhängt, dass der hier spawnt. Das ist manchmal ganz komisch. So, ich will mal gucken, ob ich es gegen einen Ork schaffe, weil ich würde gern Diegos Geldbeutel von da hinten holen, falls der da liegt. Oh, es kommen beide. Wie stark seid ihr denn? Ihr seid schon sehr stark, ne? Bilgot, hilfst du mir? Bist doch krasser Milizsoldat. Also ein Ork würde ich schaffen, aber zwei? Mein Bilgot kann jetzt ja draufgehen, ne? Ich meine, ich habe ihn bis zum Pass gebracht, sicher. Oh, ich glaube, dafür brauche ich deutlich mehr Crit-Chance und ein stärkeres Schwert. Hm. Ah, ja, ja. Ich könnte natürlich mit einem Trank der Geschwindigkeit versuchen, durchzurennen. Ich habe ja noch einen. Try it. Let's go. Ein paar Schläge halte ich ja aus. So, wumm, wumm. Ich bin einfach Matrix aus Neo. Mal gucken, ob Diegos Gold überhaupt hier liegt in Classic. Auch wieder keine Ahnung. Yes! Sehr gut. Ab alles, was ich brauche. Und jetzt weg hier. Schnell weg hier. Njong. Ja, das lief doch besser als gedacht. Und jetzt hau ich einfach ab. Let's go! Auf in Kapitel 3. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Du schaffst das, Bilgot. Ich glaube an dich. Ach, einfach schön. Einfach schön. So. Dann gucken wir mal, ob ich es gegen den Suchenden pack. Ich hab nämlich ein bisschen die Befürchtung, dass nicht. Aktuell noch 8 Gold. Holy shit, ich muss dringend zu Bosper. Affälle loswerden, die sich angesammelt haben. Und die ganzen Krallen und Häute verkaufen. So, ich würde ganz gerne mal speichern. Aber mal gucken, ich glaube auch, die Suchenden waren deutlich schwächer.
ein schönes Geräusch. Der Meister will deinen Kopf. Niemand wird dich jetzt noch retten können. Oh mein Gott, die halten ja gar nichts auf. Oh, die haben auch nur Feuerpfeil. Die haben gar keinen Feuerball, die haben Feuerpfeil. Ach, wie geil. Die sind ja richtig scheiße. Sehr gut. So, erstmal die Paladine looten, damit wir die Teleportrune haben. Und dann erwartet uns da vorne der liebe Lester. Hallo. Na? Hey, endlich bist du wieder da. Du musst sofort zu Xardas kommen. Es gibt Probleme. Das glaube ich allerdings auch. Hier ist die Hölle ausgebrochen, seit du weg warst. Sprich mit Xardas. Er wartet bereits auf dich. Er gab mir diese Rune für dich mit. Damit kommst du schneller zu ihm. Wir sehen uns dann bei Xardas. Okay. Kurz mal Heiltrank schlürfen. Ich werde mir jetzt aber erstmal, bevor ich zu Xardas gehe, die Teleportruhen an der Taverne schnappen. Und bei Onas Hof. Vielleicht sogar in der Stadt. Aber mal gucken. Und dann werde ich wahrscheinlich bis dahin, bis ich das alles gesammelt habe, vergessen, dass ich zu Xardas wollte. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch. Aber erstmal die bei der Taverne und dann bei Orlans Hof. Und da können wir dann direkt mal gucken, wegen der Crawler-Rüstung, ob wir die schon bekommen können. Weil das wäre natürlich schon mal sehr fantastisch. Mit der Hoffnung, dass die auch mehr Schutz bietet als meine schwere Milizrüstung. Man weiß. Ups. Ich wollte das Bier nicht nehmen. Zeig mir deine Ware. Selbstverständlich. Verständlich, mein Herr. Oh, wie vornehm er ist. 500 kostet die? Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab was anderes gehört. Ich hab für so etwas keine Zeit. Ja gut, die ganzen Zähne kann ich loswerden, ne? Und die Flügel. Jetzt zahlt sich's halt aus, ne? Das habe ich früher auch immer gesagt. Aber die Rune will ich auf jeden Fall. So. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Und dann wird zu Onas Hof gesprintet. Bion. Im Eiltempo. Ich habe ja ein Level abgemacht, ne? Das geht dann volle Möhre in Zweihand. Und ich glaube, dann würde ich mal gucken, dass ich überhaupt eine stärkere Zweihandwaffe bekomme. Aber dann würde ich so ein bisschen mal wieder in Stärke investieren. Oh, hier wird sich geprügelt. Die Erfahrungspunkte sind meine. Ein Mist, viel weniger. Außer den Buster gehauen, das ist schon okay. Das ist schon in Ordnung. Das passt schon. Aber krass, wie schwach die Suchenden hier sind. Heftig. Gucken, ob der Trank der Geschwindigkeit noch bis zum Hof hält. Immer schön, wie lange die halten, wenn man sich beeilt. Bis ein Speedy Gonzales spielt. Schnell ist keiner nirgendwo. Speedy B, Speedy Bo. Hey Wolf! Mein Crawler-Plattenrüstung, wie sieht's aus? Ich hab gehört, du kannst Rüstung aus Crawler-Platten herstellen. Stimmt. Von wem hast du das gehört? Ein Jäger namens Gestart hat mir davon erzählt. Kannst du mir so eine Rüstung herstellen? Klar. Bring mir 10 Crawler-Platten. 10 sogar nur. Nice. Wie viel willst du dafür haben? Na, lass gut sein. Ich mache sie dir umsonst. Um der alten Zeiten willen. Ich habe die Crawler-Platten für die Rüstung. Gut, immer her damit. Das ist wirklich nicht mein Problem. Okay, wo ist die Rüstung? Ich werde sie dir zusammenbauen. Komm morgen wieder. Okay. Dann reden wir mal noch mit Hodges. Davon lass ich lieber die Finger. Warum arbeitest du nicht? Hast du das noch nicht gehört? Die Paladine haben Bennett verhaftet. Wo hast du das denn schon? Man darf halt nicht alles glauben. Was ist passiert? Naja, wir waren in der Stadt, um einzukaufen. Auf einmal haben wir einen Schrei gehört. Jemand rief, das sind sie, packt sie. Junge, hatte ich einen Schiss. Ich habe die Beine in die Hand genommen und bin gerannt, als ob die Dämonen hinter mir her wären. Bennett war direkt hinter mir. Ich weiß gar nicht, was passiert ist, aber als ich vor der Stadt war, war Bennett verschwunden. Ich habe ihn wohl noch in der Stadt verloren. Warum hört eigentlich keiner? Weswegen wurde Bennett denn verhaftet?
Mord. Bennett soll einen der Paladine ermordet haben. So ein Unsinn. Ich war doch bei ihm. Warum gehst du nicht in die Stadt und klärst das Ganze auf? Die stecken mich doch direkt in den Bau, als Komplize. Nee, schon gar nicht in der jetzigen Situation. Situation? Du weißt schon, Ona und die Stadt, das muss dir ein böses Ende nehmen. Hm. Okay, ja, das werden wir schon irgendwie lösen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall noch bei Lee vorbei und holen uns den Runenstein. Und Gorn dürfte auch schon da sein, ne? Ja. Ah, gut, dass du kommst. Was gibt's? Das hier habe ich in der alten Kapelle gefunden. Es ist eine magische Rune. Ich glaube, sie teleportiert dich direkt hierhin zum Hof. Ich dachte, du könntest sie vielleicht gebrauchen. Ich finde es übrigens auch schön, dass man hier einfach als Milizsoldat rumlaufen kann und nicht komplett abgeschlachtet wird. Ich komme aus dem Minental. Die Burg dort wurde von Drachen angegriffen. Also doch. Laris hat erzählt, dass in der Stadt Gerüchte über Drachen kursieren. Ich habe es nicht geglaubt. Was ist mit den Paladinen? Sie sind ziemlich dezimiert worden. Gut. Vielleicht wird das Lord Hagen dazu bringen, mit seinen Männern ins Minental zu ziehen. Je weniger Paladine sich hier aufhalten, desto besser. Was ist mit Bennett? Du hast es also schon mitgekriegt. Die Hunde haben ihn eingelocht, einfach so. Was willst du wegen Bennett unternehmen? Ich weiß noch nicht. Ein paar von den Jungs würden am liebsten in die Stadt rennen und diesem Lord Hagen die Zähne einschlagen. Wer nicht? Zum Glück sind wir nicht genug Leute für so eine Aktion. Außerdem ist es nicht mein Stil. Willst du hier bleiben und abwarten, was passiert? Bestimmt nicht. Laris ist noch in der Stadt und versucht herauszufinden, wie wir Bennett da rausholen können. Bis das geschehen ist, versuche ich, meine Leute zu beruhigen. Ich hoffe nur, dass Laris nicht so lange braucht. Ja, würde ich sagen, quatschen wir mal mit Laris. Kann ich dir bei der Sache mit Bennett helfen? Klar, ein bisschen Grips und Vernunft wird der Sache sicherlich gut tun. Idioten laufen hier weiß Innos genug rum. Geh in die Stadt und sieh zu, dass du einen Weg findest, Bennett da rauszuholen. Aber lass dir nicht zu viel Zeit. Ich weiß nicht, wie lange ich die Männer unter Kontrolle halten kann. Ganz schön gemein, der Lee, sowas über seine Leute zu behaupten. Alles klar bei dir? So, du willst also bei uns mitmachen. Hast du überhaupt schon eine vernünftige Waffe? Welche Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Sieh dir doch einfach an. Nun. Oh, der hat wirklich gute Waffen. Uiuiuiuiui. Will ich haben. Der hat gute Zweihandwaffen, ne? Zweihänder und Streitaxt. Oh, ich will die Streitaxt haben. Ist aber ein bisschen teuer. Das Geld kriege ich aktuell nicht zusammen, glaube ich. Oh, wobei, ich habe noch Lederbeutel hier. Die könnte ich mal öffnen. Jetzt habe ich die Egos Geldbeutel geöffnet. Nein! Das heißt, die Quest kann ich nicht machen. Wann habe ich zuletzt gespeichert? Nee, das ist mir zu lang her. Da habe ich jetzt einfach 2000 Gold bekommen. Das ist auch okay. Naja. Quest Welche verkackt. Waffen hast du anzubieten? Nur die besten. Dafür kann ich mir jetzt eine schöne Waffe leisten. Ist das nicht toll? Scheiße. Das war so nicht geplant. Egal, passt schon, passt schon, passt schon. Man darf auch immer Fehler machen in einem Let's Play. Alles klar bei dir? Du hast meinen Arsch gerettet, Mann. Das vergesse ich dir nie. Was willst du jetzt machen? Ich denke, ich werde mir erstmal den Bauch vollschlagen. Und Junge, Bauch Und vollschlagen. Mal sehen. Vielleicht gehe ich in die Minenkolonie zurück. Jemand sollte ein Auge auf die Orks werfen. Sonst stehen sie plötzlich ohne Warnung alle hier vor der Tür. So, dann habe ich hier alles erledigt, was ich will, glaube ich. Zehn Lernpunkte haben wir noch. Das heißt, ich würde jetzt mal in die Stadt gehen und zwar von der Taverne aus. Und die Suchenden machen wir ja schon gut platt. Das heißt, selbst wenn jetzt Suchende auf der Straße sind, kann ich die gut auseinandernehmen. Sobald ich in der Stadt bin, werde ich Zweihand lernen. Ein bisschen mehr. Damit ich da endlich auf die 30% komme. Und dann quatschen wir mal mit Laris. Ach, jetzt habe ich die Minecrawler-Plattenrüstung vergessen bei Wolf.
Hole ich mir, wenn ich die Teleportrune habe. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt erst zu Lord Hagen. Nee, das ist ein dummer Plan. Doch, ich gehe erst zu Lord Hagen. Befreie Bennett, das machen wir jetzt gleich. Machen wir direkt. Dann werden wir Ritter. Dann haben wir sowieso die Ritterrüstung und dann können wir vergleichen, ob die Crawlerplattenrüstung die bessere ist oder die Ritterrüstung im Classic. Genau, so machen wir das. So machen wir das. Das ist ein guter Plan. Ist ja auch von mir. Na, da vorne steht ein Suchenden. Von dem möchte ich allerdings nicht angequatscht werden. Das heißt, ich würde den mal schon mal angreifen. Oh, nicht genug Mana. Kostet 7 Mana. Gemeinheit. Muss ich einen Trank trinken? Einfach, dass der mich nicht anspricht, damit ich nicht besessen werde. Oh Gott, wie viel Schaden das macht. Das ist so lächerlich. Die Suchenden halten ja gar nichts aus. Aber sie machen trotzdem Schaden. Holy moly. Geben aber auch nur 180 Erfahrungspunkte. Schon krass. Genau, bei Bosspark können wir auch noch vorbei für die Fälle. Ein bisschen Gold zusammentragen. Ja, das ist gut. Aber wir kommen richtig fix voran hier. Macht gerade richtig Bock, das Let's Play. Ich hoffe, euch gefällt es auch. Vor allem kann ich jetzt abchecken, was die Händler hier für neue Waffen haben. Das könnte ich auch gleich mal machen. Hier, Sarah und Hakon. Ich habe was anderes gehört. Zeig mal. Der erzähle ich gar nichts mehr. Er arbeitet auch den ganzen. Vor allem Einhandwaffen, die hat auch nochmal den Zweihänder. Ja, okay, auf jeden Fall nicht schlecht. Wenn ich es nicht mit. Aber diese Axt haut halt nochmal mehr rein. Was hat er hier? Das habe ich schon immer gesagt. Zeig mir. Ah, er hätte auch nochmal die Streitaxt. Okay. Gut zu wissen. Dann haben wir jetzt schon mal eine ziemlich gute Waffe. 60 Stärke brauchen wir dafür. Ja, noch 2 Level-Ups, dann könnten wir die tragen. Hüpf. Wo wollte ich hin? Bosspa. Ophelia sprach zu einem weiteren Wesen. Bosspa, der Bogner. Und dann zu Lord Hagen wegen der Teleportrune. Und am besten Diego ausweichen, weil, wie gesagt, ich hab das Gold irgendwie verloren. Hast du dich schon verloren. Wieder so lange rumge... Ich brauche... Ja, Fälle hier, bitteschön. Wolf, guter... Na, immerhin 240 Gold. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Immerhin ein bisschen was. Wir können nur abwarten. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Und dann gucken wir mal. Ah, stimmt, hier können wir auch direkt 2 Quests abgeben. Einmal die für Fernando und einmal die für den anderen Typen. Ihr wisst schon, wen ich meine. Ich war am Minental. Und? Wie ist die Situation dort? Die Minen sind alle erschöpft. Es gibt kaum mehr als ein paar Kisten voll Erz. Da lohnt sich der Abbau nicht mehr. Das darf nicht wahr sein. Dann bin ich ruiniert. Wie sieht's mit unserem Geschäft aus? Nun, was deine Belohnung angeht, hier ist der Ring. Dankeschön. Ich hoffe, der ist krass. Das wird sich nie ändern. Ist das wirklich wahr? Weiß ich jetzt nicht. Okay. Dann können wir aber noch die Drachen, die Snapperkrallen abgeben. Da kriegen wir ja auch nochmal eine Belohnung. Glaubst du, ich habe gerade vergessen, wie der heißt? Lutero. Oh mein Gott. Ich habe besondere Snapperkrallen für dich. Das wird meinen Kunden freuen. Hier ist der Ring, den ich dir versprochen habe. Nice. So neue Ware eigentlich? Ränge der Geschwindigkeit. Hm, 2 Stück. Kauf ich mir mal. Und dann brauche ich halt irgendwie noch 5000 für die beiden Bücher. Gott, das wird so teuer. Das wird so teuer. Taugt denn der Ring wenigstens was? Oh ja, das ist viel besser. Nehme ich. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Und dann gehen wir mal zum Lord Häkchen, nicht wahr? Er hat auf die falschen Leute gehört. Bevor ich zu dem aber gehe, rede ich mal ein Wörtchen mit Cornelius. Weil der die ganze Sache mit Bennett gesehen, sagt er. Ah, ich kann auch gar nicht mit ihm reden. Aber kann ich ihn umhauen?
Ohne, dass mich jemand dafür hasst? Test das mal. Na warte, du Müsste Mister. Eigentlich gehen. So. Und das Tagebuch. Wenn Larius so weitermacht, werde ich mich nach einer anderen Stelle umsehen. Heute Nacht ist mir etwas Seltsames passiert. Einer dieser Männer in den schwarzen Kapuzenmänteln, von denen man hört, hat mich in meinem Haus aufgesucht. Ich war gar nicht aufgeregt, obwohl man sich nur Schreckliches von ihnen erzählt. Die Macht, die diese Männer ausstrahlen, war fast körperlich zu spüren. Die Stimme dagegen war sehr ruhig und vertrauenserweckend. Er hat mir 2000 Goldstücke geboten, wenn ich dafür sorgen, dass einer der Söldner verurteilt wird. Ich würde schon merken, wenn es soweit ist. Ich habe natürlich sofort zugestimmt, die Söldner haben es eh verdient. Wenn sie nicht gekommen wären, würde hier alles zu meiner Zufriedenheit verlaufen. Die Goldstücke werden mir einen ruhigen Lebensabend garantieren. Es ist soweit. Sie haben einen dieser Söldner geschnappt. Es sollte ein Kinderspiel sein, mein Wort zu halten. Hey, lass mich in Ruhe, du brutaler Mistkerl. Habe ich noch einen Vergessenszauber? Perfekt. Dann kann mir keiner was nachtragen. Oh, wenn der jetzt gar nicht wegrennt, ne? Wenn der jetzt gar nicht wegrennt, landet der dann im Knast? Weil normalerweise läuft er ja weg. Oh. Moment mal. Das müssen wir testen. Cornelius hat gelogen. Woher weißt du das? Hier, ich habe sein Tagebuch. Dort steht alles drin. Dieser kleine, schleimige Verbrecher. Angesichts der neuen Beweise bleibt mir wohl nichts anderes übrig. Kraft meines vom König und der Kirche verliehenen Amtes verfüge ich, dass der Gefangene Bennett von allen Anschuldigungen entlastet und somit ein freier Mann ist. Nice. Cornelius ist wegen Falschaussage unverzüglich in Gewahrsam zu nehmen. Deine Taten würden einem der unsrigen zur Ehre gereichen. Ich bin jetzt mal echt gespannt, ob er im Knast ist. Weil wie gesagt, normalerweise rennt er ja weg. Ich bringe dir Nachricht von Garond. Hier, diese Zeilen hat er mir mitgegeben. Unsere Lage ist schlimmer, als ich befürchtet habe. Doch berichte du mir von der Situation im Minental. Die Paladiner haben sich in der Burg des Minentals verschanzt und sind von Orks umzingelt. Die Schürferei hat viele Opfer gefordert und es gibt kaum noch Erz. Tja, ich würde sagen, ohne Hilfe sind die Jungs verloren. So sieht's aus. Ich werde einen Weg finden, diese Expedition zu retten. Du hast viel für uns getan. Inos wird dir danken. Ich bin weniger an seinem Dank interessiert, als an seinem Auge. Ja, natürlich. Ich stehe zu meinem Wort. Nimm diesen Brief. Er wird dir die Klostertore öffnen. Sprich mit Pyrokar, dem obersten Feuermagier, und zeige ihm diese Ermächtigung. Er wird dir den Zugang zum Auge Inos gewähren. Eines noch, bevor du gehst. Nimm diese Rune zum Dank von mir. Sie wird dich sicher zurück in die Stadt bringen, wann immer du willst. Lord Hagen ist einfach ein Ehrenmann. Ich will mich in den Dienst des Ordens stellen. Gut, du hast bewiesen, dass du den Mut, das Können und das Gewissen hast, Inos zu dienen. Deine Taten sind Zeugnis deines reinen Herzens. Wenn es dein Wunsch ist, dann werde ich dich in unserem Orden willkommen heißen. Let's go! Ich bin bereit. Dann soll es so sein. Viele Männer sind diesen Weg gegangen und haben im Namen Inos ihr Leben gelassen. Schwörst du ihren Tod durch deine Taten zu ehren und Inos Ruhm zu verkünden? Ich schwöre. Dann sollst du von nun an Mitglied sein in unserer Gemeinschaft. Hiermit ernenne ich dich zu einem Streiter Inos. Ich übergebe dir die Waffen und Rüstung eines Ritters. Trage sie mit Stolz, Ritter. Von nun an hast du Kraft deines Ranges Zugang zum Kloster. Den Gebrauch unserer Magie wird dich Albrecht lehren. Ha, sprich sind am so besten einfach mit ihm. Und selbstverständlich stehen dir nun auch unsere Quartiere in der Oberstadt zur Verfügung. Sehr gut. Und wir haben eine gute Rüstung. Wir haben eine gute Rüstung. Okay, jetzt müssen wir natürlich ein bisschen abwägen, weil wir müssen ja noch Magie lernen. Oh Gott, die Lernpunkte. Wir müssen einfach mal auf Monsterjagd gehen, ein paar Folgen lang. Aber nicht in dieser Folge, denn die ist schon zu Ende. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer bewerten und kommentieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut.